Hast du denn jemals selber einen Motor ausgebaut? Nee. Ich würde sagen, dass eine meiner größten Stärken die Fähigkeit ist, die Jungs zu ihrem Ergebnis zu bringen. Mhm. Weil im Gegensatz zu dir sagst du, du hast 98% tolle Kunden. Ich mag einen großen Teil unserer Kunden nicht. Weil... Boah, das ist eine harte Aussage. Es ist eine harte Aussage, aber ich kann jetzt auch begründen, warum. Und ich denkst du an Auswandern nach? Alter, definitiv. Wie lange willst du denn noch machen? Ich habe da ja einen Masterplan. Gibt ja aus diesem Grund auch seit 14 Tagen habe ich kein Video mehr. Ich muss mal überlegen, ich habe 5 Jahre lang minimum 2 Videos die Woche rausgehauen. Und dann hörst du einfach auf. Und weißt du was? Es tut mir gut. So, also Leute, herzlich willkommen zu dem letzten und neuen Video dieses Jahres. Heute mit Andi so eine Art Jahresrückblick. Und Pina. Pina natürlich, ne? Ein Jahresrückblick und um einfach mal für euch so ein bisschen das alles Revue passieren zu lassen und so ein paar Insights zu geben, was gelaufen ist, machen wir es heute zusammen. Ich meine, wir tauschen uns sowieso häufig aus und deswegen dachten wir, nehmen wir euch heute mal mit. Wenn wir das Jahr bewerten, gucken, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was nehmen wir mit, wo waren die größten Herausforderungen und ja, was ist der Ausblick fürs nächste Jahr tatsächlich? Dafür habe ich mir erstmal herzlich willkommen, Andi, schön, dass wir hier sein dürfen. Habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, weißt du das eigentlich? Ja, ich weiß, dass du dir dazu selten Gedanken machst, deswegen habe ich halt so einen kleinen Zettel fertig gemacht, um das so ein bisschen, um das so ein bisschen zu strukturieren. Also lass mal erstmal überlegen. Hat dieses Jahr noch so mit Corona begonnen? Ja, ne? Nee. Das war schon weg? Das war schon weg. Ja. Ist ja unglaublich, wenn man sich überlegt, dass wir, keine Ahnung, wie lange haben wir jetzt damit rumgarantiert? 3 Jahre. Stell dir mal vor, du erzählst deinem Sohn in 20 Jahren, ey, wir hatten dann Zeit, da durften wir nicht rausgehen. Und dann mussten wir alle Masken tragen. Der Vater, der fühlt sich verarscht, yeah, oder? Yeah. Ja, okay. Ja, also grundsätzlich, wie war das Jahr? Ich meine, es ist, wir haben jetzt den 19.12. Ich glaube, ich weiß zum Teil gar nicht mehr, was im Sommer gelaufen ist oder was sogar im Oktober alles gewesen ist. Deswegen ist es ein bisschen schwer, glaube ich, das ganze Jahr mal so rückblickend zu sehen. Aber wie ist das für dich vom Gefühl her? Alter, du musst mir gerade eine Chance geben. Du hast absolut recht. So, weißt du, was mir hilft, wenn ich wissen will? Bilder. Ich gehe in meine Galerie und gucke einfach, was habe ich im Januar, im Februar, in den Dingen so gemacht. Und ich weiß einfach, dass bei mir es in mein auf jeden Fall mein Jahr war, wo ich die meisten Probleme zu stemmen hatte. Mhm. Privat, wie auch Firma weniger, aber trotzdem mit Mitarbeitern, aber privat massiv. Es war ziemlich turbulent. Und ich muss mich jetzt gerade mal kurz hier entschuldigen, weil ich will hier nur mal durchfliegen, wenn ich das hier so alles sehe. Allerdings muss ich eins sagen, ich war in meinem Leben noch nie so viel im Urlaub wie dieses Jahr. Aber beabsichtigt, weil ich einfach Urlaub nehmen musste. Weil ich sonst hier durchgedreht wäre. Ja. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viel Urlaub gemacht. Ich war dieses Jahr in 5 oder 6 Urlauben, jeweils 1-2 Wochen. Hast du noch nie gemacht, oder? Noch nie, Alter. Ich habe zeitlang 3 Jahre durchgearbeitet. Naja. So, und ich muss sagen, ich habe ja hier in meinem Backoffice habe ich Leute. Ingo ist dazugekommen, Tamara, Christian, die mich dort entlasten, sodass ich tatsächlich auch das Gefühl habe, dass wenn ich nicht da bin, läuft es halbwegs rund. Es läuft definitiv nicht so rund, als wenn ich da bin, aber es läuft halbwegs rund. Kenne ich. Aber das größte Problem, was ich habe, was du, glaube ich, nicht so sehr hast, ist, dass ich so eine Fluktuation im Unternehmen habe. Ja gut, wir hatten dieses Jahr ja auch so ein bisschen. Na, also wir kriegen jetzt 5 Leute dazu. Mhm. Und der letzte kommt zum 1.3. 2 sind schon da, 2 kommen jetzt zum 2.1. nochmal. Und wir haben da auch wirklich Glück gehabt, dass wir wirklich gute Jungs bekommen haben. Das gehört definitiv dazu. Ja, also ich habe da wirklich ein sehr, sehr positives Gefühl und bin auch echt gespannt, wie die zünden. Weil wir haben einfach sehr, sehr viel Vorlauf, du ja auch. Und bei uns muss das einfach fluppen. Na, die müssen gut ins Team passen. Die müssen auch selbst irgendwie auch in der Lage sein, Lösungen zu finden. Mhm. Na, und die musst du einfach auch laufen lassen können, so sage ich es immer.
Aber Personal ist halt einfach ein Riesenthema. Wir suchen jetzt aktuell auch schon wieder jemanden fürs Lager. Also wir brauchen einen Lageristen, der unseren aktuellen halt so ein bisschen entlastet. Also wenn da jemand draußen ist, der jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie hießen die früher, Hess und so weiter und so fort. Also irgendwer, der im Teilevertrieb ist und Job wechseln will, wir suchen jetzt noch aktuell. Weil wir jetzt einfach durch mehr Personal, gerade in der Werkstatt, brauchen wir da auch nochmal Verstärkung der Logistik. Auf jeden Fall. Ja. Hängt alles zu. Und wir haben uns jetzt letzte Woche mit den Jungs aus dem Büro und natürlich auch mit der Jessie dann zusammengesetzt und haben uns überlegt, so, ey, wie ist der Ausblick fürs nächste Jahr? Was könnte uns erwarten und wie müssen wir jetzt frühzeitig schon gegensteuern? Na, welche Schritte müssen wir unternehmen, damit die Rahmenbedingungen dann auch für mehr Monteure in der Werkstatt passen? Mhm. Na, also im Grunde so Nadelöhre jetzt schon mal auflösen und einfach zu sehen, dass das vernünftig durchgeht. Ohne, dass irgendeiner zu dir kommt, vorne aus dem Büro und sagt, boah, ey, mir ist das so viel, ich kündige. Das Problem ist aber, dass die Leute teilweise verweichlicht sind und schon nach ein bisschen schon denen das zu viel ist. Also ich kann ja wirklich sagen, der Marco, der bei uns für die Logistik der Teil zuständig ist, also der ist alles, aber nicht verweichlicht. Ja, nee, ich meine aber die Leute, wenn Leute kommen, die in dein Office kommen und auf einmal dieses permanente Telefon, ich denke, das klingt bei dir permanent auch, ne? Jo. E-Mail, wie viele E-Mails kriegt ihr am Tag? Auf alle E-Mails? 20, 150. Ja, richtig. Und ich kenne genug Leute, die in irgendwelchen komischen, großen Unternehmen sitzen, die irgendwie 4 E-Mails machen und dann von Pause zu Pause sich retten, weißt du? Ja gut, so Leute kannst du aber nicht gebrauchen. Ich habe jetzt leider hier gehabt, ne? Der neue, jetzt wieder schon alte Zerspaner, der für Ilia reingekommen ist, der kam aus der Industrie und bei ihm war das halt so, dass er irgendwie ein Bauteil programmiert hat, dann hat er das an 5 Bauteilen getestet und eingefahren, bis die Maschine lief. So, und dann musste der eine Woche das Teil in die Maschine stellen und hat dabei zugeguckt, wie läuft, hin und wieder mal sporadische Kontrolle. Und bei mir ist das hier komplett anders. Du hast hier einmal V8, einmal Lagergasse, einmal noch ein Well. Ey, warte, bevor du den machst, müssen wir gerade da mal durchzahlen und so, ne? Der war schlicht und ergreifend am Ende überfordert, weil es ihm einfach zu komplex war und auch zu viel Arbeit war. Tricky. Ich meine, jetzt greifen wir so ein bisschen das Thema vor, was eigentlich danach kommt, Personal. Okay. Okay, komm, dann machen wir jetzt erstmal Personal und danach sagst du mir, wie dein Jahr gewesen ist. Ich meine, wir haben es ja ähnlich auch gesehen. Wir haben jetzt auch, weil bei uns haben 4 Leute aufgehört. Einer ist aber zum Glück zurückgekommen, der David, auch mega Mann. Wie nimmst du das, dieses Zurückkommen? Das ist ja so wie eine. Ey, du, ich kann dir sagen, wir sind sehr, sehr gut auseinandergegangen. Ja. Das war sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr klar. Na, und deswegen hatte ich da nie ein Problem mit. Also es war vollkommen in Ordnung. Und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen. Ich glaube, das war Vatertag. Mhm. Na, und dann haben wir ein bisschen gezaubert. Und dann habe ich dann nochmal drauf angesprochen. Und der ist dann auch in die Industrie gegangen und war da einfach nicht glücklich. Weil wir haben einfach, bei euch, so, bei vielen kleinen Betrieben ist das ja im Grunde so, dass du ja auch ein tolles Arbeitsklima hast zusammen. Man unternimmt viel, man macht viel. Ich meine, das machst du natürlich auch als Inhaber der Firma, machst es ja auch gerne für deine Jungs. Weil du willst dadurch ja in erster Linie ein bisschen was zurückgeben. Mhm. Man hat ja immer irgendwie so kognitiv das Gefühl, man will was zurückgeben. Obwohl man eigentlich nicht so viel zurückgeben müsste, wie wir das eigentlich tun. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Denn manchmal mach ich zu viel, finde ich. Alter, ich laufe permanent mit Essen und weiß der Geier, als wenn das meine Söhne sind rum. Ja? Ja. Wenn die irgendwo hier ein Problem haben, ja, kein Problem, hier, Katzhebebühne, mach was du willst, hier ist Schlüssel, brauchst du irgendwas, ich kann ja irgendwie immer was klären. Ne? Ja, das ist auch so. Ja, und trotzdem, soll ich den Faden ein bisschen verloren. Wo waren wir? Ja, und David, der ist ja dann, also deswegen war das für mich auch gar kein Problem, ne, dass er zurückkommt. Und ich mache halt einfach auch viel für die Jungs. Ich versuche die halt immer so ein bisschen bei Laune zu halten, weil das einfach auch wichtig ist. Und der hat auch so ein bisschen, dass das Klima tatsächlich in einem kleineren Betrieb vermisst, was er in der Industrie nicht hatte. Mhm. Und klar, da haben wir ein bisschen gehaltstechnisch aufgebessert und dann war wieder da. Ne? Und für die Jungs war es halt auch schön, ne? Weil es einfach ein guter Junge ist, ein guter Mechaniker. Und deswegen hat das gepasst. Ne? Frage. Bist du der Meinung, dass du jemanden, der unzufrieden und unglücklich in dem Moment bei dir ist, mit einer Gehaltsverbesserung Nein. glücklich machen kannst? Habe ich dieses Jahr selbst noch gemerkt. Ja. Bei einem, der war 10 Jahre bei uns.
Und dann kam das schon so, ne, der hatte einfach keine Motivation mehr. Aber da steckte auch noch was anderes hinter, weil er nämlich eigentlich schon geplant hatte, zu einem ehemaligen Mitarbeiter von mir zu gehen. Mhm. Und ich glaube, der kam einfach nicht so weit, dass er von sich selbst auskündigt. Ich glaube, der wollte, dass ich ihn kündige. No? Vita wollte, konnte es auch nicht. Ich habe Vita ja auch kündigen müssen. Ja, aber deswegen, das war mit David einfach anders. Er kam an, hat gesagt, ey, so und so ist es. Mhm. Ja, ich möchte wechseln. Ja, und dann nach einem halben Jahr war er wieder da. So. Ja gut, mit dem anderen war das dann so, dann ist er zu einem ehemaligen Mitarbeiter von mir gegangen und der hat dann irgendwie nach 4 Wochen gesagt, so, ey, sorry, ich kann dich doch nicht bezahlen. Tschö. Er sagt immer, du bist so blöd, ey, ich war jetzt 10 Jahre bei A2. Ja. Warum? Ja, kein Geld, keine Aufträge. Tschüss. Na. So ist das manchmal, ne? Also, wir haben da auch wirklich, wir haben uns viel Mühe gegeben, wir haben viel mit den Leuten oder gerade dann mit ihm auch gesprochen. Na, was wir jetzt letztes Jahr dann auch was gut war, waren Mitarbeitergespräche, mal so ein Feedback. Wollten wir jetzt eigentlich zum Jahresende auch machen, aber jetzt die letzte Woche und das funktioniert nicht. Ja, komischerweise jetzt in der letzten Woche haben wir die größten Probleme mit Lieferbarkeiten. Mhm. Da steht so ein, aktuell stehen wir uns 2 Motoren, wo uns Turbolader fehlt. Und die Kunden wollen natürlich in Skiurlaub, weißt du, oder Weihnachtsferien, also was, ey, das ist brutal. Es ist ja auch aktuell wieder extrem mit das Anfangen, die Industrie Kurzarbeit anzumelden. Mhm. Dass irgendwie Stellen gekürzt werden und so weiter. Also wir haben aktuell ja auf dem freien Markt diesen Fachkräftemangel. Die ganzen Zerspaner Mechaniker meinen, sie sind unique Menschen, weißt du so, die ein ganz besonderes Wesen sind. Und ich glaube, dass der Markt jetzt langsam wieder geflutet werden wird. Und weil Industrie viel entlassen wird. Auf jeden Fall. Reifenhäuser hat Kurzarbeit. Hier, Reifenhäuser kennst du? Mhm. Hat Kurzarbeit angemeldet. Die haben hier, ich weiß nicht, 5.000 Mitarbeiter. Ich glaube, Mercedes in Bochum hat Kurzarbeit angemeldet. Ich kenne mehrere große Firmen, die jetzt Kurzarbeit angemeldet haben. Mhm. Und das wird jetzt erst mit Kurzarbeit anfangen, dann wird entlassen und dann ist der Markt wieder da. Ne? Das ist schwierig, ey. Aktuell, ich meine, es gibt so Tendenzen, die man jetzt aktuell immer mehr und mehr erkennt, weil die Politik da natürlich auch einfach katastrophal ist, finde ich. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ey, wenn ich so einen Scholz oder einen Habeck sehe, da dreht sich bei mir alles um. Weil ich finde, das kann im Grunde von den führenden Politikern kann das nicht sein, dass die was sagen und im Grunde nichts sagen. Oder nur drumherum reden und nichts bei rumkommen. Weißt du, im Grunde. Aber das ist schon seit Jahrzehnten so. Ja, aber das hier jetzt ist besonders schlimm. Guck mal, ich habe damit deswegen einfach ein Problem, weil ich als Selbstständiger, ich versuche ständig Gas zu geben, muss ständig Lösungen finden, muss ständig Probleme lösen und ich zahle horrend viel Steuern. Die haben bei mir jetzt zum 15. haben die abgebucht knapp 50.000 Euro. Dazu BMW nochmal 25 für eine Woche. Ja, das gut, BMW für eine Woche. Ende des Jahres wird es eh nochmal scheppern. Ich habe gestern das Gespräch mit meinem Steuerberater gehabt. Und das demotiviert. Das demotiviert tierisch. Du reißt dir das ganze Jahr den Arsch über auf, knallst, bam, 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 müssen wir machen, durchziehen, da noch ein Produkt bewerben und bla. Und dann wird am Ende gesagt, Herr Witkowski, machen Sie dringend Kosten. Sie zahlen sich tot. So, machen Sie dringend Kosten. Gucken Sie, wer Ihnen noch eine Rechnung schreiben kann. So. Soll ich? Ich von mir aus, Alter. Aber ich sag so, ja, was ist denn das für ein System? Er sagt, wollen Sie eine Maschine kaufen? Jetzt noch kurzfristig. Nee. 100, 200.000. Ich sag, nee, eigentlich nicht, weil ich brauche die Leute dafür. Was bringt es mir, eine Maschine hinzustellen, wenn ich gar keine Leute dafür habe? Soll ich die alle alleine bedienen oder was? Und überleg mal, dann lässt es so durchgehen, dann hast gute Zahlen, hast ein gutes Jahr und dann steigen die Vorauszahlungen wieder. Ja, und dann tut dir das im nächsten Jahr, über das ganze Jahr gesehen, auch wieder mächtig weh. Wir geben irgendwie, weiß Gott, wie viel Kohlen, ich meine, jetzt wird man politisch, ne? Wir geben weiß Gott, wie viel Kohlen aus für allen möglichen Scheiß. Und Schulen funktionieren nicht. Na, über die Bahn brauchen wir schon gar nicht mehr reden. Aber so viele öffentliche Geschichten. Guck mal, mach jetzt doch jetzt mal einen Behördengang. Da zahlst du auch nochmal Geld für, obwohl das ja eigentlich, du zahlst so viel Steuern, das muss normalerweise alles laufen. Funktionieren. Jetzt bei uns da hinten ein Hackerangriff, da kriegst du nicht mal ein Auto zugelassen oder abgemeldet. Bei euch? Ja, klar. Und Scheiß, Bergisch Gladbach tot, aber viele Kommunen. Krass. Ey, das ist Wahnsinn. Ey, da ist viel im Argen, aber ich sag, sind wir hier an der falschen Stelle. So, ne? In Deutschland? Nein, ich meine, wir können da jetzt irgendwie nichts dran ausmachen. Nein, nein. Wir können jetzt nicht alle jaulen und sagen, dass das scheiße ist, wir zahlen alle viel zu viel, nichts passiert. Das wissen wir alle. Aber es ist natürlich echt krass,
Ich glaube, du kannst aber auch wählen, was du willst. Glaubst du? Alter. Die versprechen jedoch immer, dass das Grüne vom Ei, das Gelbe vom Ei und am Ende passiert nichts bei rum. Das Grüne vom Ei, geil. Ja, keine Ahnung, ey. Ich wollte eigentlich in den Videos nie politisch werden, aber ey, mir geht das langsam in jedem Land einfach hart auf den Sack. Jedenfalls, wie war das Jahr? Wir haben jetzt ein bisschen über Personal gesprochen. Ich denke, dass wir zwischendrin auch wieder reinkommen, aber gefühlsmäßig. Wenn du jetzt einfach mal kurz in dich reinhorchst, wie war gefühlt das Jahr? Unabhängig vom Urlaub. Es war sehr turbulent, aber trotzdem für mich irgendwie auch irgendwie actionreich und hatte auch viel Spaß, ja. Spaß inwiefern? Ja, ich hatte hier viel Spaß mit den Jungs und bei der Arbeit, ne? Hatte auch viele Situationen, wo ich gerne irgendwann mal die Flinte ins Korn geworfen hätte. Weißt du, so wo ich mir denke, warum tue ich mir das nämlich wirklich hier so alles noch an? Das kann ich ja gar nicht so richtig sagen, wie war das war. Ja, sondern das ist, ja, kann ich so allgemein würde ich sagen, war eine 2 minus so, ne? Aber ich habe ja da das Feld privat, finanziell, Mitarbeiter oder auch andere Sachen. Und ganz unzufrieden bin ich nicht. Ich bin wirklich unzufrieden mit meiner YouTube-Community. Warum? Oh, jetzt wird's ernst. Ja, also ich bin wirklich unzufrieden mit meiner YouTube-Community. Es gibt ja aus diesem Grund auch seit 14 Tagen, glaube ich, kein Video mehr. Ich muss mal überlegen, ich habe 5 Jahre lang Minimum 2 Videos die Woche rausgehauen. Und dann hörst du einfach auf. Und weißt du was? Es tut mir gut. Ich fühle mich wieder besser. Ich bin hier hingegangen. Ich musste mich immer wieder neu erfinden. Es war schwer, kreativ zu werden. Ich wollte es denen dann auch recht machen. Und dann hast du oftmals eine Community gehabt, die nicht hinter dir stand, sondern die dich mit komischen Kommentaren noch auf den Keks gegangen sind. Und was die Leute halt vielleicht nicht nach außen rum wissen, ich bin ja kein YouTuber und du auch nicht, der irgendwie davon lebt, Content zu machen. Sondern, Alter, ihr sollt dankbar sein, dass wir euch hier mitnehmen. Wenn ich euch nicht mitnehme, gehe ich Geld verdienen. So, das ist für mich eigentlich, ich kann ganz offen reden, ja. Unser YouTube-Kanal macht irgendwas zwischen 10 bis 15.000 Euro im Monat. So, davon sind 45% weg, weil ich im Maximumsteuersatz bin. So, das heißt, da bleiben irgendwas, sagen wir mal, roundabout 6.000 bis 7.000 Euro, ja. Mein Kameradieter, der nimmt sich auch locker mal 4.000 Euro mit, ja. So, dann bleiben da 3.000 Euro. Und für 3.000 Euro soll ich mir den Stress machen und muss mir dann ein, ihr könnt das ja so wie ein Hobby sehen. Es ist ja für mich ein Hobby und dann muss ich mir noch Stress mit dem Hobby machen. Wenn ihr ein Hobby macht, was euch keinen Spaß macht, dann hört ihr damit auf. So, ja. Deswegen habe ich jetzt mit diesem Hobby aufgehört. Und wenn ich mal wieder Motivation bekomme, werde ich vielleicht noch mal ein Video machen. Also ich habe mir die Frage auch schon mal gestellt, ey, was bringt uns YouTube tatsächlich? Ne? Weil wir... Ich will zum Beispiel gar nicht diese Kapazitäten dafür bereitstellen, wie du es lange gemacht hast. Also wir machen ja nur alle 2 Wochen. Aber grundsätzlich will ich bei diesen zwei Wochen für ein Video bleiben. Weil ich gucke dann natürlich immer, wenn ein neues Video kommt, am Sonntag, ey, wie läuft's an? Ja, dann guckst du dir an, wie laufen die Kommentare? Ja, dann haben wir sogar noch angefangen mit englischen Untertiteln darunter. Ja, das muss man auch noch machen. Ich habe eine Zeit lang englische Videos gemacht, Alter. Du? Ja. Hello and welcome to Zubi Performance. Ich habe Englisch gelernt über YouTube. Ja, aber nicht. Ja. Ach, deswegen, also von den 265.000, 70.000 Follower sind 100.000 circa international. Ach Quatsch. Ja. Wusste ich gar nicht. Und dann, als die Zeit mit Philipp Kess anfing, habe ich dann mehr Deutsch gemacht und dann kamen viele Leute von Philipp Kess rüber auf Mike an. Und man muss dazu ja auch sagen, für mich ist YouTube so lange okay, wie du bezahlt bist, ja, und auch nie komplett. Ne? Wir haben jetzt 2 gute Monate gehabt. Ja, ja. Das muss man wirklich sagen. Ja. Bei uns ist YouTube sonst immer rumgedümpelt zwischen 600 und 1000, 1200 Euro. Ne? Jetzt hatten wir wirklich 2 gute Monate. Da waren es jetzt mal 3. Na, jetzt zahlen die wahrscheinlich wieder 3 aus. Und wenn du jetzt mal siehst, wenn die nächsten Videos wieder schlechter laufen. Nee, ja, musst den CPM beachten. Wenn das jetzt der November ist der hoch, Dezember auch, und der wird runterfallen. Der ist meinetwegen gerade bei 8, 9 Euro pro 1000 Klicks. Der wird runterfallen auf 3 Euro und dann kommst du wieder unter 1000 Euro. Und mir tut's ja nicht weh, mir ist es egal. Ich versuche, oder das Ziel von YouTube war eigentlich, weil du ja in dieser Motoreninstandsetzung hast ja viel Konkurrenz einfach, in Anführungsstrichen. Und eine Seite bauen können viele, ne? Die Motoren einfach reinknallen, können ja auch viele.
ich wollte mich einfach davon ein bisschen abheben, um einfach auch sichtbar zu sein, damit die Leute bzw. unsere potenziellen Kunden sehen, wer ist wirklich dahinter. Ja, weil ich habe das schon nicht selten erlebt, aber zu damaliger Zeit, wenn du dich wirklich mit denen auch auseinandersetzen musst, mit der Konkurrenz, hast du ein bisschen recherchiert. Wir haben dann noch ein Cognito mal für einen Motortyp bei den jeweiligen Firmen, die man da so kannte und die auch zum Teil ein bisschen zwielichtiger waren, haben wir dann Angebote angefragt, ne? Und das war echt eine Katastrophe. Und deswegen wollte mich dadurch ein bisschen abheben, indem wir einfach zeigen, wer ist dahinter. Ne? Dass man die Menschen dahinter sieht, dass man auch die Strukturen dahinter sieht und dass das im Grunde dann potenziellen Kunden es erleichtert, eine Entscheidung zu treffen. Ja, das hast du ja auch getroffen. Bei mir war es ähnlich. Ich wollte eigentlich nichts anderes wie mein Know-how mitteilen, was ich über die Technik mir so angeeignet habe. Mhm. Und dass die Leute sehen, ey krass, der weiß ja, von was er da redet, der ist kein Depp, ja, da bringe ich meinen Motor. Hat gezogen. Das funktioniert, ne? Ja, klar. Ja. Nur, die Frage ist jetzt natürlich, wir haben ja jetzt mit JP gedreht und dann war der Sutton ja noch da, ich weiß nicht, ob du den kennst hier, M5 Restorations, glaube ich, oder so, irgendwie sowas, so heißt der Kanal. Und wir hatten gerade durch JP, durch seine Zuschauer, er hat mir extrem, extrem viele ganz komische Anfragen, die aber sehr, sehr viel Zeit gefressen haben, um darauf einzugehen und dann mal ein Angebot zu schreiben oder mit den Leuten dann zu texten. Also es hat uns auch sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ne? Ja. Und deswegen ist sowas auch immer nicht positiv, also nicht falsch verstehen. Ne? Das ist immer schön, wenn man da zusammen dreht. Aber man muss da, glaube ich, so ein bisschen differenzieren und auch fürs nächste Jahr überlegen, auch mit dir zusammen, wo wollen wir da überhaupt hin? Na, und deswegen, ich habe ja bei dir zum Teil, weil wir uns ja auch ausgetauscht haben, so, moin, hi, was YouTube auch für eine Auswirkung auf einen selbst haben kann, gerade durch die Kommentare und so weiter und so fort, würde ich da gerne überlegen, wo wollen wir tatsächlich hin und das auch irgendwie strategisch sich so ein bisschen zurechtzulegen, um einfach sowas auch zu vermeiden, dass das dann nachher dann irgendwie so ein Shitstorm losgeht über irgendwas. Mhm. Also ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, immer so ein bisschen Feuer da reinzubringen, ne? Ja, manchmal machst du es auch, manchmal durchschaut man dich auch. Das muss ich auch sagen. Ja, vielleicht auch so, ne? Weil wir haben einfach schon echt alles durch. Alles abgedreht. Also ich kann mich nicht mehr neu erfinden, weißt du? Wir haben schon jeglichen Motor neu zusammengeschweißt und da was gerettet und hier was gemacht und keine Ahnung. Und ich kann das dann auch nachvollziehen, dass die Leute das nicht immer weiter sehen wollen. Ne? Da muss man halt doch manchmal irgendwelche Videos machen, die irgendwo unkonventionell sind. Unkonventionell und vielleicht auch dann so ein bisschen die Leute triggern. Ne? Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, es gibt da draußen so viel Schrott auf YouTube und er wird viel geguckt. Und da stelle ich mir manchmal die Frage, ey, wir versuchen gute Inhalte wirklich auch zu machen, ne? Und dann denke ich mir manchmal, ey, da lümpelt so ein Video irgendwie bei 20.000, 30.000 rum. Dann denke ich mir, Alter, was war denn falsch, ey? Das ist wahnsinnig, ich weiß. Bitte? Ich weiß, ich kann dir ganz genau sagen, was ich machen muss, mit welcher Betitelung und welches Thumbnail, damit das Video läuft. Du kannst das Video so lassen, aber anders betiteln, anderes Thumbnail und dann läuft das nicht. Ne? Also der König in diesem aggressiven Thumbnail und aggressiven Titel ist wirklich Motorenzimmer. Weißt du? Der ist da die König drin und da kannst du dir Inspiration holen. Wenn du da in die Richtung gehst, dann machst du immer einen Satz nach oben. Aber ey, hab ich dir erzählt, dass ich hier mit JP voll die Diskussion hatte? Ja, ja, hast du. Könnten wir, jetzt habe ich auch kein Problem, können wir drüber reden, Alter. Da ruft er mich sonntags an. Es war folgendes. Ich hatte ja hier das Problem, dass die eine Hauptlagergasse von dem einen Porsche. Du hast mir das schon erzählt. Ist egal. Ich hatte das Problem, dass ich von dem Porsche dieses Video kannst du verrinken. Ich wusste nicht, welches Maß diese Hauptlagergasse hat. GT2 RS oder GT3 RS. Irgendwie einer von den beiden. Und da JP ja wirklich gute Kontakte bei Porsche hat, auch im Werk, habe ich gesagt: Ey, JP, kannst du mal irgendwie nachfragen? Kannst du mir mal sagen, welches Maß die Gasse hat? Hat die irgendwie 63 oder 64? Ich wusste es nicht, weil ich musste die Spindel. Der Block stand bei einer anderen Firma auf der Maschine und die haben gewartet, welches Loch. So. Und ich habe diese Story erzählt, so in dem Video, und dann war auch er in dem Video mit ein, zwei Sprachnachrichten. Mhm. Alter. Es tut mir leid, aber auf die
Es tut mir leid, genau. Dann kriege ich da einen Anruf. Warum fragst du mich nicht, dass du meine Stimme da veröffentlicht? Das Problem war, dass der Typ, der im Werk bei Porsche arbeitet, ja, ja von seinem Job verlieren könnte. Warum? Ja, weil er irgendwelche vertraulichen Informationen nach außen rausgibt. Aber weißt du, das ist ja kein Custom-Prototypen-Motor, sondern dieser Motor, den kannst du dir auch aus irgendeinem Auto ausbauen und selber nachmessen. Aber du kannst dir doch einfach die Lager auch bestellen. Es ging hier wirklich um das Lagermaß. Hauptlagergasse, genau. Hauptlagergasse, ja, ja. Das Maß der Hauptlagergasse. Ja, ja, richtig. Und diese Lager, natürlich hätte ich die Lager bestellen können, aber die Lager waren nicht hier. Und deswegen brauchst du schnell eine Lösung. Genau, und der Motor gab es auch nirgendwo irgendwo schon Teilekatalog, die Informationen. Warum hast du nicht bei 9FF angerufen? Die wussten es nicht, weil die kennen den Motor nicht. Die kennen, so. Kennen nur Dick den. Weil ich finde, die machen auch einen guten GT2. Ja, die machen auch schöne Inhalte. Ja, ich weiß nicht, hab ich habe schon nie. Ne? Ich gucke gar kein YouTube. Echt nicht? Ich gucke irgendwelche Jagdvideos. So. Das ist manchmal so witzig. Ich versuche dir zu erreichen. Oder ne, er geht nicht ran und dann schreibt er, ey, ich bin auf der Jagd. Muss so ruhig sein. Mehr wie später. Ich brauche das als Gegenpol. Aber das hilft dir wirklich, um runterzukommen. Auf jeden Fall. In den Wald setzen, Handy in die Mülltonne werfen und dann im Wald entspannen. Fernweh. Ich habe so viele Bekannte, die das tatsächlich auch machen. Und ich verstehe es nicht. Da muss man mitkommen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich habe der JP angerufen. Aber ich komme mit. Du kommst mit. Das ist eine gute Idee. Aber im Sommer. Ja, wenn es so kalt ist, genau. Und ich bin ehrlich, ich habe, weil das einfach so ist auf YouTube, ich habe JP mit ins Thumbnail klein genommen und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie JP, kann er uns helfen oder so hieß das Video, ne? Ja. War so hart an der Grenze. Was? Ist hart an der Grenze, finde ich. Also ich persönlich. Was denn? Wenn du jetzt zum Beispiel mit mir telefonierst und dann da reinschreibst, ohne mich zu fragen, ob du das mit reinnehmen darfst. Ah, halt die Fresse, und Alter. Bei uns wäre das ja eigentlich noch mehr oder weniger scheißegal, ne, weil wir da eigentlich wenig Relevanz haben. Ja. Aber wenn du dann so einen natürlich nimmst, das zieht. Und ich glaube, deswegen war der böse. Alter, wie viele Videos? Aber trotzdem, wie viele Videos wird er denn verwendet irgendwie als Cliffhanger? Das stimmt auch wieder. Alter, das ist doch. Naja, ist egal. Gut, ist egal. Soll ich mal sagen, wie unser Jahr gelaufen ist? Ja. Alter, das war jetzt für so viel Motivation hier, ey. Wir machen das nochmal. Soll ich mal sagen, wie unser Jahr gelaufen ist? Ja! Ey, tatsächlich gar nicht mal schlecht. Du musst mir mal sagen, wie? Finanziell, persönlich, privat? Mein Ziel ist immer, das Jahr davor zu bestätigen, mindestens. Man? Aber in was? Mit Zahlen? Erstmal natürlich das Finanzielle. Mhm. Na, das ist natürlich erstmal so der simpelste Maßstab. Dann finde ich, sind wir, nachdem der eine oder andere einfach auch ausgeschieden ist aus der Truppe, weil ich finde, in so einer Gruppendynamik merkst du eigentlich sehr, sehr gut, wenn irgendein faules Ei da ist. Alter, ich habe da so ein faules Ei. Ja. So. Und dann denkst du erst immer so, oh, weil, ne, sowieso so viel zu tun, was machst du da, ne, wie reagierst du? Und dann, sobald die weg sind, plötzlich blühen die anderen auf. Ja. Da denkst du, okay, gut, dann merkst du plötzlich, dass die Ängste, die du vorher hast, dass die eigentlich unnötig sind. Ne? Aber sie sind natürlich real, sie sind da. Mhm. Und das war einfach schön zu sehen, dass das tatsächlich so ist. Und ich habe das in den letzten Jahren natürlich häufiger gemerkt. Gerade wenn dann irgendwie so Leistungsträger gehen und du machst dir dann Gedanken, ey, wie soll das weitergehen? Ne? Und plötzlich kommt irgendein anderer und sticht dann genau da rein, ne, und macht plötzlich so einen Schub. Ne? Mhm. Und gerade jetzt, wir haben ja die ganze Zeit gesucht und wir haben keine Leute gefunden. Und dann habe ich tatsächlich in einem oder zwei Videos dann tatsächlich mal thematisiert und dann kamen die Leute. Bewerbung. Ja, aber wie viele? Alter, ich bin ja hier seit x Videos, diese Trailer, dass wir Leute suchen und am reinhauen. Und wir kriegen zwar auch Bewerbungen, aber da ist so viel wirklich Müll bei. Weißt du, so Quereinsteiger, der Bäcker ist, der aber Spaß am irgendwie Zersparen hat. Und oh, da hatte ich auch viele. Mit so hobbymäßig CNC machen will und dann hier an meiner Maschine arbeiten will. Mhm. Und ich vor dem Video sage als Trailer, hi, hast du es drauf? Du musst es hier drauf haben. Du kannst nicht irgendwie so eine Flachzange sein. Ja, ist aber so. Naja, jedenfalls war das einfach vom Personal zum Ende des Jahres war sehr, sehr schön. Und ich habe auch wirklich gesehen, dass die Jungs einfach nochmal zusammengewachsen sind. Und ich muss auch am Ende des Jahres, und das finde ich einfach so toll, muss ich einfach auch sagen, dass ich sehr, sehr stolz bin auf meine Jungs, auf jeden Einzelnen. Egal ob vorne im Büro
oder dann natürlich in der Werkstatt, weil die haben immer dran gezogen, auch wenn du Situationen hattest, die wirklich, ich sag so, wie es ist, scheiße waren, zerfahren waren, du hast irgendwo plötzlich, wenn du einmal die Scheiße am Bein hast, ja, das na, geht nicht vielleicht. Dann musst du durch, dann musst du da einfach durch und da haben sie wirklich in fast allen Situationen bewiesen, dass sie das auch können, auch eigenständig, auch selbst Probleme lösen. Natürlich komme ich da auch irgendwann dann auch mal mit dazu. Aber das war bis jetzt das Jahr, wo die Jungs sehr, sehr viel alleine gelaufen sind und man konnte sich darauf verlassen. Mhm. Na? Und wenn du dann irgendwo dran warst und du hattest Feierabend, dann blieben die da und man hat sich überlegt, so was kann das sein und dann nochmal kurz gucken. Also die haben mich nie im Stich gelassen. Das war geil. Das war schön zu sehen. Das Finanzielle, wir sind etwas besser als letztes Jahr, passt auch. Wir haben auch ein großes Darlehen dieses Jahr abbezahlt. Das heißt, du hast dadurch nochmal mehr Liquidität. Und wir haben halt immer wieder auch ein paar Motörchen zugekauft und so weiter und so fort. Also haben wir unseren Bestand. Du bindest einfach sehr viel Kapital in. Ja, aber wir haben in der Breite einfach nochmal den Bestand verbessert, um einfach weiterhin sehr flexibel zu sein. Ja. Na? Und vor dem Hintergrund, klar, natürlich dieses Jahr noch Nachwuchs bekommen. Das war natürlich was ganz Schönes. Das Wichtigste. Ja, das Wichtigste tatsächlich auch. Also ich war sonst nie so der Typ, ne? Ich meine, ich bin jetzt 38 und habe jetzt den kurzen bekommen. Also Jesse hat ihn bekommen. Ja. Aber ein wahnsinnig tolles Erlebnis einfach. Und man muss auch wirklich sagen, du kommst nach Hause, hast einen Scheißtag, 10 Minuten mit dem und er fängt jetzt langsam an so zu lachen. Ne? Ja. Super geil, schwupp, Akku voll. Fuck mal, pass mal auf, wenn ich anfange zu reden. Lustig. Wie alt ist deiner jetzt? 2,5. 2,5. Ja, krass. 2 Jahre und 1 Monat. Ja, und vor dem Hintergrund, glaube ich, war das Jahr auch ganz gut. Das muss man wirklich so sagen. Nur trotzdem natürlich, ich habe jetzt aus Witz einfach, ich glaube, ich habe mit Mirko darüber gesprochen und dann auch so zum Feierabend hin bei einem Bierchen. Ich sage, boah, zum Glück haben wir das Thema Personal jetzt erstmal geschlossen. Und dann lacht er mich so an und sagt, hey Mann, Personal ist immer ein Thema. Ja. Ist so. Das ist jetzt nicht für einen Abschnitt erstmal zu, sondern ich glaube... Wie ist das denn bei dir im Personal mit Krankentagen? Wenig. Wenig? Ich kann jetzt den Durchschnitt nicht sagen. Wie viele Tage würdest du akzeptieren? Krank? Ja. 10. Ne? 10. Ja. Ich habe einen, der hat 31 gezogen. Und der zieht einfach schon lange immer so zwischen 20 und 30. Wo ich mir eigentlich denke... Also ich finde das viel. Wie viele Tage warst du krank? Oh, war keine Ahnung. 1, 2, 3, dass ich irgendwie überhaupt nicht hier. Alter, ich war mindestens hier und habe gesagt, Alter, bitte mach das noch. Also ich leg mich ins Bett. Weißt du was? Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, einen halben Tag frei zu nehmen oder mal einen Tag nicht da zu sein oder zwei. Und was auch schön war dieses Jahr, das hat dann der Marco Cataldo mir unten gesagt, dass, hey Mann, du bist sowieso immer hier. Ja, fahr einfach weg. Ne? Gönn dir einfach mal die Ruhe. Und das war halt auch schön zu sehen, dass die Jungs auch erkennen, dass ich halt auch einfach vor Ort bin und auch Gas gebe. Und ich bin auch bei uns eigentlich derjenige, der die harten Nüsse am Ende zu knacken hat. Ne? Also dann die größeren Baustellen, gerade auch in der Verwaltung, dann das Strategische oder aber irgendeine das, Scheiße, die mir auf die Füße fällt. Das Interessanteste und was uns eigentlich, glaube ich, am meisten unterscheidet, ist, dass du jetzt nicht das jetzt so einen Motor komplett bauen könntest, oder? Nee. Nee. Also ich verstehe schon sehr, sehr du viel. Du weißt, um was es geht, aber das finde ich richtig krass, dass er das irgendwie diese Bude am Laufen hält und irgendwie so und aber auf die ganze mechanische Kompetenz irgendwie. Ich könnte dir auch einen zusammenbauen. Ohne Scheiß. Also ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, und es gibt es jetzt seit 2009. Das geht ja jetzt dann ins 15. Jahr. Mhm. Ins 15. Jahr. Und ich würde behaupten, dass ich in der Zeit bestimmt schon 5000 Motoren gesehen habe. Hast du denn jemals selber einen Motor ausgebaut? Nö. Nö. Aber dadurch, dass ich das so oft begleite und oft sehe und auch dann einfach, wenn es Probleme gibt, wenn du plötzlich eine neue Serie anfängst und du hast irgendwo ein Problem. Ich tupfte genauso mit den Jungs guck dann auch, dass ich meine Connections irgendwie anzapfen kann, um einem Problem beizukommen. Na? Weil dadurch, dass wir halt einfach viel gleiche Motoren bauen, musst du einfach einmal ein Setup hinbekommen und einmal einen Ablauf. Das ist ja der große Unterschied. Damit du einfach weißt, wie du das in Anführungsstrichen in der Serie gut hinbekommst. Bei mir ist es so, wenn irgendwas nicht klappt und die haben Probleme, dann sag ich, ja, lass mal liegen, ich kümmere mich heute Abend drum. So.
Und du machst es dann halt, dass du dich mit denen zusammensetzt und dann machst und die tun selber nochmal ein bisschen Engineering. Ja, aber es ist ja, ich würde sagen, dass eine meiner größten Stärken tatsächlich die Fähigkeit ist, die Jungs zu ihrem Ergebnis zu bringen. Mhm. Na, und natürlich beziehe ich dann auch ein paar Quellen, ein paar Jungs mit ein, die dann außerhalb sind. Aber ich würde auch von mir behaupten, dass ich rein mechanisch oder technisch auch das Verständnis habe, um auch Probleme zu erkennen. Oftmals bin ich derjenige, der dann nachher die Idee hat. Mhm. Okay, klingt jetzt vielleicht blöd, aber also manchmal sind da schon Sachen vorgekommen, da kommt da keiner drauf und ich komme dann um die Ecke und sage, ey, das kenne ich aber noch von da und da und so ist das Problem, man das aus, ja, schwupp, läuft. Gut, also guck mal, wo siehst du dann das nächste Jahr? Was wäre so dein Ziel fürs nächste Jahr? Dass ich hier wieder einen guten, also die Jungs, die hier sind, sind ist wirklich die Elite. So. Weil auf die kann ich mich eigentlich verlassen. Ne? Ausgenommen nur den einen Kerl, der oft krank ist. Mhm. Sonst der ist aber auch an sich gut und der ist halt oft krank. So. Weißt du, so, da muss ich den noch ein bisschen zu. Kannst du nicht mit planen, ne? Alter, das ist total schlecht. Das Schlimmste ist, wie ich gesagt habe, dieses Gefühl zu wissen, weiß jetzt nicht, ob er heute kommt. Weißt du, was der Witz ist? Nach wessen Auto guckst du zuallererst, wenn du hier um die Ecke kommst? Ja, ja, richtig, genau. Das ist diese, ne? Ja, ja, ja. Das ist halt das Problem. Das will ich hinbekommen. Ja. Dass ich da wieder so eine Elite, also ich habe die jetzt hier sind, ziehen eigentlich am einen Strang. Das ist alles gut. Mhm. Ne? Ich muss mindestens 3 Leute wieder einstellen. Ich hatte einen Ersatz für meinen Zerspaner. Der ist, habe ich das schon im Video erwähnt? Oder haben wir das eben so besprochen? Elia war gegangen, dann kam wer anders. Ja. Der hat quasi es hier versucht, hat es aber nicht gecheckt. Das habe ich erzählt, dass er in der Industrie gearbeitet hat und so. Das war einfach zu viel für ihn. Und jetzt habe ich wieder keinen Zerspaner. Ja, ja, ja. Das heißt, ich muss wieder mindestens einen Zerspaner bekommen. Noch einen, der mit mir hier die Maschinen bedient. Andere Maschinen noch. Und einen in der Mechanik, der zusammenschraubt. Ich muss mindestens 3 gute Leute wieder einstellen. Aber findest du das nicht extrem schwer, Leute zu finden, die der Balance im Team nicht schaden? Ja, die sich wirklich vernünftig einbringen. Ja. Weil ich habe jetzt die Erfahrung gemacht mit einem, der kam, der war wirklich schon 4 Wochen da. Der kam, kein Hallo, kein Tschüss. Mhm. Ne? Auch unfreundlich einfach direkt den Mitarbeitern gegenüber. Der hat direkt, hat er dem einen oder anderen einen blöden Spruch gedrückt. Ja. Ne? Und da dachte ich schon, uff, so, das ist so die erste Red Flag. Und dann habe ich aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Jungs den einfach auch dann gar nicht akzeptieren, weil er einfach auch nichts drauf hatte. Da kannst du die Uhr nachstellen, da weißt du das weg. Ja, also wirklich ein originaler Nix-Gönner, ne? Arzu Schröder hat mal gesagt, wenn der anpackt, dass sich dann 2 andere loslassen. Also da das ist ja auch nicht noch die Kunst. Ich brauche hier keinen, auch nicht der toll die Maschine bedienen, sondern ich brauche noch jemanden, der auch ins Team passt, weißt du so. Und das meinte ich. Ja. Deswegen, das ist mein Ziel für nächstes Jahr, das Team wieder stabil hinzubekommen. Ich kompensiere das gerade alles. Ich bin wie ein behinderter Taco-Nacht gefühlt, diese Maschinen am Bedienen und am Machen und Tun, damit das läuft. Und das ist mein großes Ziel. Also, aber trotz diesen ganzen Quirlen und runter, ja. Mein Ergebnis dieses Jahr, der ist Todes. Gestern war Steuerberater da. Der sagt, Alter, was hast du gemacht? Ne? Also das ist mega happy, alles zufrieden. Ja gut, also mein Ziel wäre fürs nächste Jahr auf jeden Fall, dass ich mich ein bisschen mehr zurücknehmen kann, dass ich auch bewusster auch mal ruhig einen Tag zu Hause bleiben kann, ohne dann schon wieder auf die Kameras zu gucken oder mit Gregor zu telefonieren, ne? Ey, läuft alles, ist alles gut, passt das? Gerade auch, weil wir Nachwuchs haben oder bekommen haben, weil ich will da einfach dann die Zeit noch nicht verpassen. Ja, richtig. Und dann möchte ich jetzt als allererstes, dass die Jungs jetzt neu kommen, dass wir die vernünftig eingliedern, vernünftig ranführen an die ganze Geschichte. Und dann würde ich gerne noch unser Lager ein bisschen in die Halle nebenan verlagern und mehr Arbeitsplätze schaffen für die Motoren. Ja, du hast da relativ viel Zeug abgestellt. Wir haben sehr, sehr viel in der Halle, die ist beheizt, ja. Und ja. Und dazu steht bei uns die Anschlussfinanzierung ja an für die Halle. Wenn 10 Jahre jetzt in der Halle kommen, das ist auch Wahnsinn. Und da bin ich jetzt gerade auch dran. Ich habe zwar schon ein Finanzierungsangebot und dann haben die sich gemeldet und haben es ein bisschen nach unten sogar korrigiert vom Zins. Aber ich hänge im Moment in den Seilen, soll ich pokern?
ja, dass das vielleicht im Frühjahr noch mal weiter runtergeht. Und dann hast du die Halle noch mal schneller abbezahlt. Oder nimmst du das jetzt an? Was würdest du machen? Bist du so ein bisschen im Thema drin? Wir müssen 650 finanzieren. Ich würde durch diese ganzen Krisen und Unbalance, die aktuell in der Welt herrschen, jetzt gehen wir noch weiter politisch, bezweifle ich, dass der Leitzins weiter reduziert wird. Ich sehe das eigentlich anders. Ich glaube nicht, dass der weiterhin so hoch bleiben kann. Es geht ja nicht nur um die rein wirtschaftliche Sache. Es geht ja auch, oder Seite, es geht da ja auch um Immobilien zum Beispiel. Ja, es ist auch Deutschland schon back runtergegangen. Ja, ja, klar. Gönne also ich auch den ganzen Maklern. Ja, das war doch teilweise nicht mehr feierlich, Junge, dass die sich da reingezogen haben, ja. Oder immer noch am Reinziehen sind, weißt du so. Und das bei uns läuft das jetzt im Juli aus. Ich bin der Meinung, dass das auf gar keinen Fall hochgeht. Ich bin eher der Meinung, ich habe mich da auch schon ein bisschen informiert. Na, es gibt Tendenzen, aber es gibt immer noch keine klare Aussage, was passiert. Und eigentlich müsst du den Zins senken. Du musst das ein bisschen ankurbeln. Kredite. Und woher sollen die das Geld nehmen, von welchem Schirm sollten sie es wieder nehmen? Wenn du dir die letzten 3 Jahre anguckst, was abgelaufen ist mit der ganzen Kohle, die für Corona in den Sand gesetzt wurde, die Kohle, die in die Ukraine gegangen ist, wegen weiß der Geier was. Was hatten wir noch für eine Krise? Weißt du, wo ich mit finde, hat alles angefangen, wenn ich das so im Hinterkopf, als irgendwann dieser fucking Suezkanal gesperrt war. Kannst du dich erinnern? Ja, klar. Und wir auf einmal alle keine Waren bekommen haben und die Preise und auf einmal Benzin, alles ging hoch. Irgendwie hat das seitdem gar nicht mehr aufgehört. Ja, Krisenmodus die ganze Zeit. Und das hat dich das nicht so ein bisschen auch fertig gemacht. Du hörst immer nur aus allen Ecken und Enden Krise, Krise hier, Krise da. Ich finde auch sogar, dass das einen zum Teil zermürbt. Ohne Scheiß. Und ich denkst du an Auswandern nach? Alter, definitiv. Mein einziges Problem ist einfach, wenn ich wirklich... Wie lange willst du denn noch machen? Ich habe da ja einen Masterplan. Du hast einen Masterplan? Also sagen wir mal, ich habe einen Exitplan. So. Hast du schon einen? Nee, also ich sehe das... Lass uns erstmal die Auswanderergeschichte machen. Das Problem ist, ich würde eigentlich gerne in die Schweiz. Hey, dann sollen wir zusammen. Ich wollte Tessin. Schön die Alpen in den Rücken. Das Problem ist, dass ich so viel Warenbestand habe. Entweder verklatsche ich den hier für ein Apfel und Ei oder ich nehme es mit. Wenn ich es mitnehme, dann muss ich es verzollen und versteuern. Nee, kannst du nicht mitnehmen. Musst du jetzt anfangen zu verkaufen. Ja, aber ich habe so viel geilen Scheiß verliegen. Ich meine, ganz ehrlich, mich hält hier eigentlich nur die Familie. Ich hätte die Firma ganz ehrlich schon verkauft. Würde ich jetzt nicht verkauft, ich hätte es platt gemacht. Weil mir das einfach auf den Sack geht, dass du hier tust und machst und du kümmerst dich um deine Beschäftigten, du zahlst Steuern. Du musst überlegen, wie viel Steuern du zahlst. 45%. Nein, aber du, dank mal, dann zahlst du noch das und das. Ja. Das Geld, was du versteuert hast. Ja, ja, das ist klar. Ja. Das größte Verbrechen ist die Besteuerung der Rente. Finde ich. Katastrophe. Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber ich bin hier einfach mittlerweile zu heimisch. Ich habe hier die ganzen Freunde, Familie, Verwandte. Ich meine, auf der anderen Seite ist die Schweiz noch nicht weit weg. Ich mache gerade Pilotenschein. Das weiß keiner. Ja, keine Leute mehr. Ich mache dann Pilotenschein und wir fliegen über den Wald und schießen ein paar Schweine. Mit dem Helikopter. Ja. Nee, Riesenthema. Also, aber du und deine Exit-Strategie? Ja, ich habe safe. Also mein Vater hat sich immer vorgenommen, mit 40 aufhören zu arbeiten. Hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft. Und ist es egal, was du machst, ich habe grundsätzlich immer das Verlangen, alles zu schaffen, was mein Vater nicht geschafft hat. So, weißt du, so mein Vater wollte Marathon in 2-3 Stunden laufen. Der hat es nicht geschafft, ich habe es geschafft. Egal wo, ich habe immer versucht, das zu schaffen, was mein Vater nicht geschafft hat. So, und mein Vater wollte mit 40 eben aufhören zu arbeiten, beziehungsweise nicht aufhören. Also ein Typ wie du oder ich, wir werden nie aufhören, irgendwas zu machen. Also ich habe immer irgendwas am Mangeln, ja, so, das ist so Standard. Aber dieses Unternehmen werde ich, wenn ich 40 bin, das ist genau 2030, werde ich veräußern oder auflösen. Klein machen, verstehst du? Das machen, worauf man nur noch Spaß hat und das halt nicht in dieser Mausefalle zu sein, in der wir aktuell sind, wo wir uns reinmanövriert sind. Soll ich dir sagen, was mein Ziel war, als ich mich selbstständig gemacht habe? Ich habe mich ja erst vor 5,
Jahren selbstständig gemacht. Mein Ziel war, so viel Geld mit dem selbstständigen Sein zu verdienen, wie ich habe mit Angestellten. Mir hat das gereicht. Ich wollte eigentlich nur 2.500 Euro im Monat bekommen mit der Selbstständigkeit, aber dann mein eigener Chef sein. Wo ist es geendet, Alter? Ich bin gefangen in... Du bist jetzt ein Sklave für das 3- oder 4-fache und das ist sogar noch zu wenig Schmerzensgeld. Ja, richtig. So, bin gefangen in mir selbst, bin hier in allem und hab das quasi. Und das ist halt so ein bisschen, deswegen habe ich gesagt, okay, 2030, zieh das jetzt noch 7 Jahre durch und dann ciao, Kakao. Hast du manchmal das Gefühl, dass du mit deinen Fähigkeiten eigentlich was ganz, ganz anderes machen könntest, wo du leichter mehr Geld verdienst? Ich finde es unfair, was ich sehe, was so manche mit was für dummen Sachen Geld verdienen. Mhm. Ne? Also wie zum Beispiel Immobilienmakler. Weißt du, jeder Zweite wird ja jetzt Immobilienmakler, der irgendwie nichts gelernt hat. Ja, aber jetzt gucken die in die Röhre. Ja, bald werden die in die Röhre gucken, aber da gäbe jetzt ein paar Beispiele, die... Also ich habe jetzt persönlich nichts gegen Immobilienmakler. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe die Häuser auch immer ohne Makler geschnappt, außer unserer Halle. Ja. Und als ich da gesehen habe, immer was er abkassiert. Ja, was hat der denn gemacht für das, was er abkassiert hat? Der hat mir das Exposé durchgeschickt, der war bei den Gesprächen dabei und that's it. Ja, und was hat der kassiert? 38.000 Euro. Also ich habe doch was gegen Makler. Also so... Nee, ehrlich, ich meine, es waren 38 oder 42, irgendwie sowas. Ja. Sagen wir mal 40. Ja. Also für das, was er getan hat, ich glaube, so einfach hat der noch nie Geld verdient, ey. Ja, das machen die ja überall. Also es gibt ja auch noch so diverse andere Berufe, wo ich mir so denke, Alter, warum habe ich denn sowas nicht gemacht? Ja. Aber ich muss schon sagen, das, was ich hier so mache, ist irgendwo auch schon meine Passion. Mir macht das schon Spaß, da so rumzufummeln auf dem Hundertstel und dann das, wenn du das perfekte Bauteil endlich fertig hast und das so vor dir liegen hast, bist du dann irgendwie auch schon stolz und das macht mich dann auch vielleicht glücklicher wie das Geld. Weißt du, so. Also bei mir ist es nicht Passion. Ich mache das gerne, das ist ja auch aus dem Hobby entstanden. Mir macht das einfach Spaß, meine Jungs auch zu entwickeln. Mhm. Und also eine Sache auf die Beine zu stellen, die in sich wirklich sehr, sehr viel Sinn macht. Nicht nur für mich, sondern auch für die Jungs. Und natürlich auch, wenn du in sich ein gutes Team hast, du hast ein gutes Produkt, ja, dahin zu kommen, dass es gut wird, diese Steps einfach dahin, ne? Mhm. Das macht Spaß, sowas zu durchleben, sowas zu entwickeln. Und letztendlich sehe ich bei mir auch, und das mache ich auch gerne, eine gewisse Verantwortung auch für die Jungs. Das ist so. Dafür brauchst du aber auch Kunden, die das auch irgendwie mit dir mitmachen. Weißt du, ich meine, und dir da nicht zu viel Salz in die Suppe kippen, weißt du, ich meine? Ja gut, aber Kunden, ich meine, das ist wieder ein eigenes Thema für sich. Aber also mir macht das Spaß. Mir macht das Menschliche eigentlich genauso viel Spaß wie das Technische. Mhm. Wie ist denn das mit deinen Kunden? Was hast du da so immer für einen Schlaggeber? Hast du das so pauschal, kannst du das sagen? Ey, wir haben, ich würde sagen, 98% unserer Kunden sind wirklich tolle Kunden. Mhm. Na, gute Leute. Wir erleben auch viel Dankbarkeit, das muss man wirklich so sagen. Ich spreche auch gerne, wir nehmen es auch gerne Zeit für Leute. Mhm. Aber das Problem, was ich persönlich dann als Geschäftsführer habe, ist, dass sich durch die 2% oder lass es 1% sein, die scheißen mir so heftig ins Nest, dass ich da am Ende übertüncht das im Grunde die positive Erfahrung, die ich mit den 98-99% hatte. Mhm. Weil ich bin so einer, mir musst du dann einmal, zweimal blöd kommen am Tag oder irgendwas Negatives muss passieren, dann werde ich blind für das Schöne. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das ist traurig, ne? Aber ich weiß, das ist der Grund, warum ich auch nicht beim Office bin. Weil im Gegensatz zu dir sagst du, du hast 98% tolle Kunden. Ich mag den Großteil und großen Teil unserer Kunden nicht. Weil... Boah, Alter, das ist eine harte Aussage. Es ist eine harte Aussage, aber ich kann jetzt auch begründen, warum. Ja, erzähl. Pass auf. Wir haben hier so einen Spezialmotorenbau. Das ist ja alles immer Custom und jeder hat da seine Vorstellungen. Das sind ja alles irgendwie Tuner und Duden, Motorsport und wissen genau alles besser. Haben aber dann überhaupt nicht so die Erfahrung, wie man das eigentlich macht oder wie was umzusetzen ist. Verstehst du, wie ich jetzt meine? Ich verstehe das total. Wir haben das ist, als wenn du nur Tuner... die ja nonstop irgendwie die Besten sind,
denen dann die Motoren und so weiter baust. Und das ist halt bei uns so, dass es so ist, dass es irgendwelche Custom-Freaks sind, die dann genau alles haben wollen, überhaupt nicht wissen, wie man es dann eigentlich umsetzt, aber es irgendwann so haben wollen, aber das geht gar nicht. Und denen musst du dann erklären, dass das so nicht funktioniert. Und dann meckern sie noch, weil es das irgendwie nicht so nach ihren Vorstellungen ist. Yes. Bei uns ist es anders. Die ein oder zwei Prozent, die ich meine, das sind die Menschen, denen du es sowieso nicht recht machen kannst. Das ist der Endkunde, dem kannst du den Motor aus Gold bauen, der wird trotzdem irgendwas finden, was ihm nicht passt. Und das regt mich auf, weil wir machen schon wirklich verdammt viel, was wir auch nicht berechnen und sehen einfach zu, dass das am Ende vernünftig passt, ja, für den Kunden und dass sich das für uns noch rentiert. Und was im Hintergrund alles abläuft, mit Materialbeschaffung, mit Personal, das Ganze zu finanzieren, zu machen, zu tun, das sehen die ja gar nicht, das sollen die auch gar nicht sehen. Aber das, was mich am meisten auf die Palme bringt, sind Leute, denen du es nicht recht machen kannst. Und das ist zum Teil brutal. Kunden, wenn die, jetzt hatte ich, boah, Alter, so weit intensiv kann ich gar nicht ins Thema gehen. Aber ich übersetze es ganz kurz. Ich werde mich von Leuten trennen, also auch von Stammkunden, die zu viel Baustelle machen. Und bleibe lieber an festen Kunden, wie mein Freund TJ, dieser TJ Imports-Kerl, Thomas. Alter, der bringt hier so viel Motor, das funktioniert reibungslos, einwandfrei. Und dann hast du so komische Leute, denen baust du genau das Gleiche und die haben dann permanent irgendwas zu kacken, was nicht funktioniert, wieso, weshalb, warum. Ich habe eine Tuner-Bude, die hat für so einen AMG-Motor bei mir einen Motor bauen lassen. Mit All-In, Alter. Kolben, Buchsen. 5er wahrscheinlich oder ein Vieler. 5,7er. Nee, 157er, M157. Ja, also 5,5er. 5,5er. Zack, Prüfstandslauf, einmal. Keine Kompression mehr, kaputt. Die ausgebaut, mir geschickt. Nur ausgebaut, mir geschickt. Ich baue die Zündkerzen aus. Oder Halle oder irgendwer. Baut die Zündkerzen aus, weggeschmolzen. Zündkerzen weggeschmolzen. Aber nur auf zwei Bänken. Die anderen waren okay. Nee, auf zwei Zylindern. Auf zwei Zylindern. Auf den hintersten beiden Zylindern weggeschmolzen. Die anderen waren okay. Ich sag, ich kann euch jetzt Folgendes machen. Ich kann weiter zerlegen, aber das wird euch Geld kosten. Weil wenn Zündkerzen wegschmelzen, dann ist das Ding einfach zum Mager gelaufen. Ja. Da gibt es keine Diskussion, da ist nichts von meiner Seite. Und dann fängst du an, mit denen zu diskutieren. Ja, das kann ja nicht sein, dass die zu Mager laufen und dies, das. Und aber wir haben den besten und sichersten Abstimmer. Alter, was ich schon bei Abstimmern gesehen habe. Boah, Wahnsinn. Ich könnte so viele Leute in den Dreck ziehen. Ohne Scheiß. Und deswegen, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Eigentlich wissen wir Sachen, ne, auch aus der, ich meine, wir sind auch nicht perfekt. Ne? Es passiert auch Scheiße bei uns. Zum Glück sehen wir das meistens auf der Probefahrt. Ne? Aber wir sind auch nicht perfekt. Aber ich habe Sachen gesehen in den letzten Jahren, auch von renommierten Firmen, oder mir wurden versucht, Sachen unterzujubeln von irgendwelchen Dummköpfen, die Motoren dann kaufen und die dann in der Garage einbauen. Und er ruft dann schon an und sagt, der springt mich an. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich sag, wie, der springt nicht an? Das Auto steht in der Werkstatt, lest den nochmal aus. Nee, ich baue doch nicht in der Garage ein. Und dann denkst du, Alter, das geht voll in die Hose. Und was mich dann einfach ärgert, du hast ja auch dann von der rein rechtlichen Seite, bist du ja eigentlich dann noch verpflichtet, den auf gewisse Dinge hinzuweisen und zu tun und zu machen. Egal was, du hast erstmal. Ja, Entschuldigung. Baustelle und keine, du hast erstmal Probleme, weil du dich darum, egal ob wer jetzt schuld ist, aber du fängst an Zeit da reinzustecken. Ja, ja, ja. Ne? Und das hat mich natürlich auch sehr dafür geprägt, dass ich dann wirklich so einen Riecher dafür entwickelt habe, von welchen Kunden wir anfangen, Distanz zu nehmen. Mhm. Oder Christian mich fragt ja mal, das ist so und so der Fall, der hat hier und die Fragen gestellt, ich sage, mach mal nicht. Ne? Deswegen. Das ist der, wo du mir jetzt die Kurbelwelle angeboten hast, unter anderem. Ach, Alter, hat dich gar nicht so viel. Das ist doch einer von Hunderten. Wahnsinn. Aber deswegen, das jetzt für euch, also wirklich mal, ihr war jetzt viel, viel drin. Vielleicht zu viel. Ja, zu viel eigentlich. Du guckst mal, wie du das wirklich so verpackst, dass wir keinem an Karren pissen. Weil das muss man auch vorsichtig machen. Ne? Ich finde Namen immer sehr schwierig. Aber die Namen bringen das Salz in der Suppe. Ja, ist mir scheißegal. Aber ich will nicht auf andere Leute Kosten irgendwelche Keks generieren. Ich will einfach nur ehrlich und klar sagen,
was Phase ist. So. Ich werde von meiner Schwester bezeichnet, dass meine Ehrlichkeit, die ich habe, mich oft bei Leuten, dass ich oft Leute verletze, weil ich zu ehrlich bin. Ja, schwierig. Und da das ja bei uns auf dem Kanal läuft, will ich nicht dafür nachher, naja. So, also ich würde sagen, es war sehr, sehr viel. Ne? Der Ausblick aufs neue Jahr ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen, weil wir kommen hier vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wenn euch das Format gefällt, ne? Einfach Bescheid sagen. Vielleicht machen wir ja mal Podcast oder so. Ich mache ja keine YouTube-Videos mehr. Du machst, ich bin ja jetzt. Du warst doch früher, Alter, YouTube-Puro schlechthin. Ey. Ich bin jetzt zurückgezogen. Wir haben es geschafft. Aber Kameramann kommt doch wieder im Januar. Ja, ist kein anderes Sachen filmen. Discovery Jagd Channel auf oder so. So, Freunde. Gut, komm. Also, danke für deine Zeit. Gerne. Ist doch länger geworden als ursprünglich gedacht. Sag tschüss. Guck, wie schön sie ist. Kauf dir auch einen Dackel. Wie ein Dackel? Dackel. Soll ich einen Dackel? Alter. Weil ich weiß, ich kann damit nichts anfangen, ey. Alter, du machst dich gerade unsympathisch. Die Leute lieben Pina. Aber es gibt viele Dackelfans da draußen, ne? Das ist brutal. Die sind Trendsetter, bin ich. Die machen wir alle da. Okay, Freunde, haut rein. Ciao. Ja, von meiner Seite auch. Das kommt jetzt wann? Über die Weihnachtsfeiertage, ne? Am Sonntag. Ja, wahrscheinlich irgendwie Silvester, Neujahr so, meinte Edgar. Dann bleibt mir am Ende im Grunde nur zu sagen, frohes neues Jahr. Na, viel Gesundheit. Eine schöne Zeit. Das ist jetzt, ey Alter, das ist so schlecht gerade. Ja, was sagt man so für zum Frühjahr? Ja, haut rein, guten Rutsch, ciao. Nee, das ist ja dann, das ist ja jetzt schon am 1. dann. Ach so, die sind jetzt am 1. gucken die das. Ja, dann sagst du dir ja, übrigens frohes neues Jahr. Ja, übrigens, frohes neues Jahr, auch von mir. Von mir auch. Haltet die Ohren steif, bleibt am Ball. Na, diskutiert mit uns jetzt wieder ein anderes Format. Ob das gut ankommt jetzt, ich weiß nicht, ich glaube ja. Und wenn es sicher gut ankommt, dann Schnauze halten. Sonst machst du auch keine Videos mehr, also wie ich. Hätte ich auch gar kein Problem mit. Ich weiß, das ist nämlich super. Haut rein, Alter. Aber in der Zeit, wo wir keine gemacht haben, war das auch richtig, richtig geil. Platz Ruhe, keine Mikros zwischen den Beinen hängen. So aus hier, Feierabend. Löwenzahn hier.